Oh, du kleines, putziges Ding. Ich könnte dich die ganze Zeit streicheln. Und wie es sich immer freut und die Rolle macht. Oh! Willkommen zu einer neuen Videoserie. Wir spielen Baby Dragons von Ever After High. Willkommen an der Ever After High Baby Drachen. Das ist der Drachen-Kindergarten. Hier kannst du dir deinen Babydrachen aussuchen. Tippe ein Ei an, damit der Drache schlüpft. Okay, wir klicken mal drauf und was passiert? Sieht so aus, als wäre dieser Drache bereit zu schlüpfen. Er braucht nur Liebe und Wärme. Wärme das Ei, damit der Drache schlüpft. Okay, dazu streicheln wir das Ei und, oh mein Gott! Es schlüpft gleich, er schlüpft! Ein Babydrache, wie süß! Hallöchen! Oh, du kleines putziges Ding! Das ist dein Drachentrainingslager. Du wirst hier jede Menge Spaß haben. Tipp auf eine Stelle, um deinen Drachen dorthin zu bewegen. Wie süß! Dein Drache wird dich immer wissen lassen, was er braucht. Okay, das ist gut zu wissen. Ich tippe ihn mal an. Stupsi, stupsi. Was sind das für Kristalle? Immer wenn du deinen Drachen einen Wunsch erfüllst, bekommst du Kugeln. Sobald du genügend Kugeln gesammelt hast, erreicht dein Drache ein neues Level. Tippe die Kugeln an, um sie zu einzusammeln. Um sie einzusammeln, genau. Das ist ein zu viel. Rubbel über deinen Drachen, um ihn zu streicheln. Süß, schaut mal. Ja, ganz toll. Oui. Oh, eine Rolle, oh mein Gott. Bist du süß, hey. Oh, kleiner Babydrache, ich möchte dich auch in echt haben. Wer von euch hätte auch gerne so einen Babydrachen? Schreibt's mir in die Kommentare. Also ich hätte gern einen. Füttere deinen Drachen mit dem Futter vom Baum. Aha, auf Bäumen wachsen also kleine Törtchen. Wie süß, diese kleinen süßen Quietschegeräusche. Kleines Puddel, kleines Puddel, Puddel, Puddeldrachelchen. Ja, Puddeldrachelchen, so nennen wir dich. Erinnere dich an diesen Märchenspaß. Nimm ein Bild von deinem süßen Drachen auf und speichere es auf deinem Mobilgerät. Okay, warum nicht? Ja, jetzt nicht so ein besonderes Foto, aber ist ganz nett. Tippe hier, um zum Drachen-Kindergarten zurückzukehren. Ach ja, müssen wir das? Na gut, machen wir mal. Okay, mal gucken, was da jetzt kommt. Das ist Brabrain oder so ähnlich. Tippe hier, um alles über deinen Drachen zu erfahren. Brabrain, Applewhite, Drachenmagie Blitz, Flugmanöver, Märchenwendemanöver und Lieblingsessen Cupcakes. Ah, oh, Cupcakes sind so lecker. Oder was meint ihr? Du bist jetzt bereit, dich um die Babydrachen zu kümmern. Entdecke sie und habe eine magische Zeit. Vielen lieben Dank, Vorlieb. Was ist das hier? Kann ich da noch ein anderes Ei haben? Melody Piper. Schallender Donner. Durch die Mitte flog und Lieblingsessen? Beerenfrüchte. Auch voll ein putziges Ding, oder? Schaut mal. So leicht lila, bisschen weiß. Schalte einen kostenlosen Drachen frei. Du musst genug Marken sammeln, damit der Drache schlüpft. Komm morgen wieder und du hältst neue Marken. Ah, okay, wenn man täglich dieses Spiel spielt, kriegt man Marken. Nevermore, Crumpets, Harrowing. Ziemlich viele Drachen gibt es hier. Okay. Oh, wie süß. Das ist auch toll. Oh mein Gott. Nevermore gefällt mir jetzt nicht so. DJ! Cool, Drachenpaket. Okay, hier kann man die Drachen kaufen. Ja, okay. Mache ich nicht, das mache ich aber, wenn bei euch das Let's Play super cool ankommt. Also ich weiß nicht, ich plane mal ein paar Folgen, nicht so viele. Aber wenn ihr das gerne sehen wollt, dann spiele ich das noch mit allen Drachen. Meine Lieben, hier kommt aber erstmal der Hinweis. Falls euch das Spiel Ever After High Babydrachen gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Zeigt mir, dass ihr auf Babydrachen steht, vor allem wenn die so eine süße Rolle machen. Oh mein Gott! Oh, dieser Babydrache ist wirklich zum Verlieben. Oh, was heißt das denn? Er möchte ein paar Schritte machen? Oder wie darf ich das verstehen? Na, komm, kleines Ding. Ui, es ist gesprungen. Schaut mal, wie ein Hund. Wuff, wuff. Okay, es ist kein Hund, es ist ein Drache. So, was können wir denn machen? Oh, wo fliegt der Drache hin? Wo habe ich denn jetzt hingeklickt? Ach so, ein Minispiel. Bewege deinen Finger auf dem Bildschirm, damit dein Drache dir folgt. Okay, das ist gar nicht mal so schwierig. Sammle auf deinem Weg so viele Edelsteine wie möglich. Machen wir gerne. Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Alle kann ich anscheinend nicht einsammeln. Aber das sieht gut aus. Wir fliegen durch die Lüfte mit unserem Drachen.
Ui, wie elegant es sich in der Luft bewegt. Ich finde den Hintergrund auch ziemlich schön. So ein Sonnenuntergang, so kurz vor Abenddämmerung. Und das ist eigentlich die Abenddämmerung. Und wir kreisen durch die Lüfte, um Edelsteine zu sammeln. Aber Achtung, wir haben nur noch 2 Sekunden. 1 und schwupps. Hey, wir haben echt gut gesammelt. Glückwunsch. 48 Edelsteine. Nicht schlecht. Was können wir damit jetzt machen? Müssen wir gleich herausfinden. Hey, hey, einsammeln, schnell, einsammeln. Nein. Nichts verlieren. So, sehr schön. Putziges kleines Ding, hast du toll gemacht. Und Rolle. Whee! Oh, wie süß. Ich will das haben. Ich will diesen Drachen haben. Oh, oh mein Gott. Wie heißt du nochmal? Ich habe vergessen, wie du heißt. Gib dem Drachen doch gerne einen Namen. Das muss auch nicht der echte Name des Drachens sein. Wie würdet ihr diesen Drachen nennen? Schreibt das mal in die Kommentare. Oh, zum Verlieben. Oh, ich will dich haben. Ich möchte dich knuddeln. Okay, es tut mir leid. Ich finde dieses Ding so putzig, dass ich nicht aufhören kann. Tippe auf die beweglichen Ziele, um den magischen Atem deines Drachen zu trainieren. Oh, okay, cool. Tippe und halte die größeren Objekte. Genau, zerstöre so viele Ziele wie möglich, um Edelsteine zu verdienen. Kein Problem. Push, 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 push. Bang. Zack, zerplatzen sie. Hui. Okay, was kriegen wir? Auch Edelsteine, okay. Aber ich finde das andere Minispiel irgendwie besser. Welches Minispiel findet ihr besser? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Also ich finde das Flugminispiel irgendwie cooler. Schaut mal, wie ich Feuer spucken kann. Immer so pung, pung. Oder sind das Funken? Nein, wow, Feuer! Sehr cool. Glückwunsch! Wie viele Edelsteine? 47. Ein Edelstein weniger als in der letzten Aufgabe. Naja, trotzdem cool. Alles eingesammelt. Juhu, yay, Pfote nach oben. Und jetzt, Babydrache, was magst du als nächstes tun? Ein bisschen rumspringen? Oh, du kleines, putziges Ding. Ich könnte dich die ganze Zeit streicheln. Und wie es sich immer freut und die Rolle macht. Oh! Okay, tut mir leid, ich flippe etwas aus, ich weiß. Oh, das ist so süß. Tippe die verschiedenen Kategorien an, um alle Accessoires zu sehen. Oh, schaut mal, hier kann man für die Edelsteine was kaufen. Tippe ein Accessoire an, um es deinen Drachen anzuziehen. Wow, tausche deine Edelsteine gegen weitere Accessoires ein. Mit dem höheren Level stehen mehr Accessoires zur Auswahl. Schau mal, jetzt bin ich ein bisschen rot angehaucht. Wie findet ihr das? Mit oder ohne Tattoo? Was ist da besser? Was meint ihr? Also mit Tattoo sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus. Oder wobei, ah, es geht. Also, ja. Sieht fast so aus, als hätte sich mein Drache ein bisschen mit Farbe bekleckert. Einfach mal streicheln, ja? Süßes, putziges Ding, du. Und Rolle! Juhu! Oh, komm her. Kann man das noch irgendwie anders streichen? Ich möchte es gerne in den Arm nehmen. Oh, wenn dein Drache genügend Kugeln gesammelt hat, kommt er ins nächste Level. Ein Level hoch. Wähle einen Gegenstand aus. Schuhe, ein Armband oder wahrscheinlich für den Drachenschwanz. Ein Rüstungsteil. So, was haben wir denn da? Accessoires können wir gleich verwenden, oder? Ever After High. So, mal sehen. Und zwar hier in dem Bereich. Ah, ein Armreif. Oder ein Halsreif oder so ähnlich. Also ihr wisst, was ich meine. Ah, hier kann man für 50 Münzen sowas kaufen. Schuhe gibt's auch. Flügel. Flügel sind aber echt teuer. Diese komischen Tattoos. Hä? Ah, schaut mal. Flügel, einmal mit Muster und einmal mit Federn. Ich finde die Federflügel gar nicht mal so schlecht. Was ist das hier? Weiß ich gar nicht. Werden wir noch herausfinden. Vielleicht nicht in dieser Folge, aber dann in der nächsten. So, was können wir noch machen in dieser App? Mal sehen. Übrigens, wer sich für die App interessiert, ihr findet natürlich in der Videobeschreibung einen Link dazu. Da könnt ihr euch das mal ansehen. Oh, ja, putziges kleines Ding da. Was machen wir denn jetzt? Hm? Schauen wir mal. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Tippe auf die Pfeile, um zu den verschiedenen Bereichen deines Trainingslagers zu gelangen. Du kannst jeden Bereich gestalten. Hey, das ist ja mal cool. Benutze deine Edelsteine, um Dekoration für dein Trainingslager auszuwählen. Und wenn du zufrieden bist, wie es aussieht, tippe auf das Häkchen. Ja, die Blume. Ja, die Blume ist jetzt nicht das Schönste, was wir besitzen, aber besser als nichts. Das ist ein Strauß Blumen. Von wem könnten wir diesen Strauß bekommen haben? Von einem Drachen? Ich weiß es nicht. Aha, du möchtest also umdekorieren, mein lieber Drache. Die Sache ist nur die, wir haben leider nicht genügend Edelsteine, um uns neue Objekte zu holen. Tut mir leid, sei mir nicht böse.
Was machen wir denn jetzt? Kostet alles mindestens 200. Oh, hier gibt's was Günstiges. Aber nicht mal 100 Edelsteine haben wir. Tut mir leid, Baby Drachen. Wir können leider nichts machen. Nicht böse sein. Aber dafür gibt's Edelsteine. Oder zumindest diese blauen Sphären, die wir einsammeln können. Und jetzt würde ich sagen, wir holen uns nochmal Edelsteine. Aber sicher doch. Oh, was ist das? Die Karte zeigt dir alle verfügbaren Abenteuer. Tippe auf dieses hier. Okay. Du wirst sehen, wie lange dieses Abenteuer dauert und welchen Preis du gewinnen kannst. Kennenlernen, der verrückte Hutmacher. Dauert eine Minute. Ja, warum eigentlich nicht? Können wir mal machen, oder? Das heißt, es ist anscheinend eine Geschichte dahinter. Abenteuer brauchen ihre Zeit. Du musst ein Weilchen warten, bis ein Drache nach Hause zurückkehrt. Es dauert jetzt eine Minute. Aber wisst ihr was? Auch in den nächsten Folgen werde ich diese Abenteuer machen und Geschichten erfinden. Das heißt, erfindet doch mal in den Kommentaren eine Geschichte zum Thema Elfen und zum Thema Teetassen. Ich werde dann eure Geschichten hier im Video einblenden. Also nicht vergessen, schreibt mal in die Kommentare eine erfundene Geschichte zum Thema Elfen und einmal einen Kommentar zum Thema Teetassen. Die schönsten Geschichten kommen dann in das nächste Video von Ever After High Monsterdrachen. Ich bin gespannt, was ihr schreiben werdet. Also unbedingt machen, nicht verpassen. So, jetzt warten wir noch die Zeit kurz ab. Wir können jetzt auch Edelsteine einsetzen, wie ihr unten sehen könnt. Dann müssen wir nicht so lange warten. Aber ich finde, 10 Sekunden können wir auch mal kurz warten. Das macht ja den Braten nicht fett, wie es so schön heißt. Daher, 2, 1 und Katsching! Glückwunsch! Hexzellent! Tippe hier, um zum Trainingslager zurückzukehren. Das heißt, wir kriegen also für diese Geschichten auch extra Edelsteine, sogar ziemlich viele. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Naja, gut. Aber solche Geschichten sind trotzdem ganz nett gemacht. Und ich möchte auf jeden Fall eure Geschichten dann im nächsten Video zeigen. Also wie gesagt, das Thema lautet Elfen und Teetassen. Ich bin sehr gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ever After High. Wir spielen wieder Ever After High, Babydrachen. Und haben hier unseren zuckersüßen, tollen Drachen. Hallihallo. Oh, goldiges Ding. Mal gucken, was wir heute so entdecken und erleben werden. Schauen wir erstmal hier rein, weil unser Drache möchte wieder ein neues Accessoire oder irgendetwas abgelegt bekommen. Was können wir ihm denn kaufen? Oder was können wir denn so mit den Diamanten anstellen? Wow. Vielleicht ändern wir nochmal die Flügel. Oh, ja, wobei, das Tattoo wegnehmen. So. Weil ohne Tattoo, haben viele von euch gesagt, sieht der Drache doch irgendwie süß aus. Deswegen mache ich das mal so. So, da ist er, unser putziger Drache. Ah, na, wie geht's dir? Boing. Ja, was ich echt toll finde, viele von euch haben dann geschrieben, dass sie sich auch diese App runtergeladen haben. Und viele haben das schon durchgespielt. Das ist für mich jetzt erst Folge 2. Ihr wisst ja, in der Beschreibung findet ihr in jedem Video, in jedem Let's Play immer weitere Informationen. Und aber jetzt füttere ich erstmal diesen Drachen mit einem Muffin. Hättet ihr auch gerne einen Muffinbaum im Garten stehen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Oh, putziges Ding. Erstmal füttern, füttern, füttern. Drachen dürfen Muffins essen, ja? In Wirklichkeit sollte man nicht so viele Muffins essen, sonst kriegt man Bauchschmerzen. Ein Muffin ist okay. Oder wenn man noch etwas jünger ist und einen großen Muffin hat, dann vielleicht einen halben Muffin. Aber, oh Mann, das ist so süß. Jetzt machen der Rolle. Hui. Oh Mann, ich will diesen Drachen haben. Ich habe euch auch gefragt, ob ihr einen Drachen gerne in Wirklichkeit hättet. Und alle haben ja gesagt. Und ich muss sagen, ich auch. Stellt euch mal vor, ihr hättet so einen Drachen. Und er macht nie, naja, sein Geschäft. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, man müsste ihn nicht pflegen. In dem Sinne, man müsste ihn nur ab und zu streicheln und mit ihm Muffins essen. Das wäre doch toll. So, wir machen aber erstmal wieder ein Minispiel, damit wir wieder ein paar Diamanten haben, mit denen wir uns im Spiel wieder neue Sachen kaufen können. Es gibt später noch ein weiteres Minispiel, habe ich herausgefunden. Aber das kommt erst, wenn wir ziemlich weit im Spiel vorangekommen sind. Deswegen werde ich das dann auch ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich etwas spulen. Aber wie gesagt, das Let's Play wird auch relativ kurz. Außer aber ihr sagt nach dem Let's Play, hey Mensch, das war so lustig und hat so viel Spaß gemacht, dass ihr noch gerne weitere Folgen möchtet. Dann mache ich das auch mit allen anderen Drachen im Spiel. Aber das entscheidet ihr. Schauen wir erstmal weiter. Ever After High. Hallo, High Five. Habt ihr gesehen, wie es die Pfote nach oben gestreckt hat? Die linke Pfote ging nach oben. So, hallo. Ja, nochmal die Rolle machen. Und hui. Ach, Mann, ich will so einen Drachen in wirklich haben. Also in Wirklichkeit.
Uiuiui, oh, die Schlüssel springen. Boink, boink. Okay. Oh, versehentlich ein Foto gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Wow. Das Foto können wir uns ausdrucken und aufhängen. Also ein Screenshot vom Bildschirm machen. Gut. Habt ihr gesehen, unten, wenn wir auf Level 10 sind, können wir noch ein Minispiel freischalten. So, wir fliegen nochmal, weil das Flugminispiel macht mir irgendwie am meisten Spaß. Daher durch die Welt von Ever After High. Ich finde den Hintergrund übrigens grandios, sehr schön gemacht. Hier kommt der Hinweis, falls euch das Video gefällt und ihr diesen Drachen auch putzig süß findet, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr noch mehr Folgen von Ever After High wollt. Und ich möchte, dass dieses Let's Play irgendwann zu Ende ist. Ich kann es, wie gesagt, für euch in die Länge stricken mit weiteren Drachen. Aber da wir im Spiel nicht so viel machen können, ist es vielleicht ein bisschen einseitig. Aber ich würde es trotzdem lieb haben, weil der Drache so süß ist. Ja, mein lieber Drache. Und gleich steigen wir ein neues Level auf, oder? Ja, tun wir. Level 3. Wähle einen Gegenstand aus. Eine Krone oder eine Schleife. Wir nehmen die Krone. Schleife ist natürlich auch super putzig, aber ich möchte gerne so eine Krone auf dem Kopf haben. Ich glaube, das passt zu meinem süßen Drachen. Ist mein Drache eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Schreibt das mal in die Kommentare. Ihr habt auch super tolle Vorschläge genannt, wie der Drache heißen könnte. Wie zum Beispiel Sternhimmel oder Sternschnuppe oder Sternennacht. Also vieles mit Sterne war von euch vorgeschlagen. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht entscheiden. Es gab so viele schöne Ideen von euch, dass ich dem Drache gar keinen Namen geben werde. Ich nenne ihn einfach putziges, süßes, schnuckliges Ding mit so schönen großen Augen. Schaut euch mal die Augen an, wie es uns anschaut. Wow, jetzt haben wir Magie. Irgendwie sieht das komisch aus, aber es ist eine besondere Aura, die unseren Drachen umgibt. Das heißt nicht, dass er irgendwie, etwas blöd riecht, weil er zu sehr im Matsch gespielt hat. Nein, es ist ein magischer Drache, der starke Kräfte besitzt. Einfach ein besonderer Drache. Und es gibt natürlich noch andere besondere Kräfte, schwummrige Dinger. Und oh mein Gott, schaut mal, oh Mann, ich kriege einfach nicht genug davon, wenn ich sehe, wie mein Drache sich freut. Und sich dann auf den Boden wälzt. Oh, was möchtest du tun? Du möchtest eine Geschichte erleben? Sehr gerne. Ich habe euch auch in der letzten Folge gefragt, ob ihr gerne zu gewissen Geschichten eure Geschichten einsenden möchtet. Und da möchte ich jetzt auch in Ever After High immer eure Kommentare mit einbinden. Ich sage euch später auch, was die Geschichten für die nächste Folge sein werden. Da dürft ihr gerne was in den Kommentaren erfinden. In der letzten Folge habe ich euch gefragt, ob ihr eine Geschichte zum Thema Zauberwald und Elfen erfinden könntet. Und das habt ihr auch getan. Und die werde ich jetzt auch gleich vorlesen, denn die ist echt toll. Hier haben wir noch das Buch, das Dorf Buchend, der verrückte Hutmacher. Der dauert 30 Sekunden, können wir danach machen. Kommen wir aber nun zu eurer Elfengeschichte, genauer gesagt zu der Geschichte von Powerpiece Girl. Sie schreibt nämlich, die Elfe. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Hannah. Sie hat eine blühende Fantasie und sie lebt in einem kleinen Haus auf dem Land mit ganz vielen Tieren. Auch ein paar Schmetterlinge lebten dort. Hannah wusste, dass Raupen zu Schmetterlinge werden und dachte, dass aus Schmetterlingen Elfen werden. Eines Nachts kam ein Schmetterling zu Hannah, der zu ihr sprach und sagte, »Hilf mir! Bau mir ein Haus! Es regnet so schlimm und meine Flügel werden ganz nass. Dann kann ich nicht mehr fliegen!« Hannah fragte ihn, »Wer bist du?« Der Schmetterling antwortete, »Ich bin Mirabella. Alles wird gut, Mirabella. Ich mache dir ein kleines Häuschen aus Karton,« sagte Hannah. Die Geschichte ist super spannend. Ich werde es nicht komplett vorlesen. Deswegen pausiert gerne das Video und lest euch die Geschichte durch, denn die ist echt putzig. Ich mache mal weiter unten ein bisschen weiter. Am nächsten Morgen wurde Hannah durch den Gesang eines schönen Liedes aufgeweckt. La 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 la. Dies war die Elfe. Hannah konnte ihren Augen nicht trauen. Vor ihr saß ein wunderschönes kleines Wesen mit schimmernden blonden Haaren und einem hellrosanen Kleid. Mirabella? Fragte Hannah. Bist du der Schmetterling von letzter Nacht? Ja, das bin ich. Ich bin Mirabella. Und dank dir habe ich überlebt und konnte mich so zu einer vollständigen Elfe weiterentwickeln. Hannah konnte es kaum glauben. Es gab Elfen wirklich. Hannah fragte, kannst du denn für immer bei mir bleiben? Mirabella antwortete, nein, das geht leider nicht. Ich bin eine Elfe. Wir müssen jeden Tag woanders sein. Bei dir beginnt meine Reise. Das verspreche ich dir. Dort, wo die Reise beginnt, endet sie auch. Ich werde wiederkommen. Bis dahin, viel Glück. Streu das Pulver auf deine Füße und du wirst direkt zu mir finden. Ende.
Wie gesagt, ich bin ein bisschen gesprungen im Text, aber schaut euch den kompletten Text an, die komplette Geschichte. Peace Pauge, danke für die Einsendung deiner Geschichte. Wirklich, wirklich toll. Ihr habt nachher, wenn wir eine weitere Geschichte machen, erzähle ich euch, welche Geschichten oder welche Themen wir haben, wo ihr gerne in die Kommentare eine Geschichte schreiben könnt. Und dann kommt ihr in die nächste Folge mit eurem Kommentar rein. Aber jetzt kriegen wir erstmal ein Geschenk für das Erreichen von Level 4. Wir nehmen mal Schuhe. Wir haben doch gar keine Schuhe. So, mein kleines putziges Ding. Ja, du möchtest deine Schuhe anziehen? Sehr, sehr gerne. Schauen wir mal. Und zwar hier im Schuhbereich. Da haben wir gerade die goldenen Schuhe freigeschaltet. Hey, die passen echt gut zur Krone. Schaut mal, wie süß. So kleine Puschen. Ui. Süß. Oh, Mann. Ich will das haben. Ich will den Drachen haben. So in echt zum Knuddeln und Liebhaben. Oh. Okay, genug ausgeflippt. Oh Mann, oh wie süß. Schaut mal mit den kleinen Schürchen, wie es rumspringt. Hui. Oh süß, du kleines putziges Ding. Mit deinen Schuhen bist du echt ein goldiges Monsterchen. Ich meine ein Drache, du weißt, wie ich meine. Hui. Kleine putzige Schürchen für meinen lieben Drachen. Du möchtest eine neue Einrichtung haben? Naja, gut, gucken wir mal, was wir da auf die Beine stellen können. Denn so viele Diamanten oder Rubine haben wir gar nicht. Wir schauen aber mal, was vielleicht günstig ist und was sich erwerben lässt. Es gibt eine Pinata, es gibt einen Spiegel. Hier haben wir ein großes Sofa, ein Lila, sieht echt gewaltig aus. Pilze wären toll. Oh, wir können uns bestimmt so einen Teppich leisten. Was haltet ihr denn von so einem Picknickteppich? Oh, nicht mal 200 haben wir. Dann nehmen wir so einen Picknickteppich. Zum Kuscheln, eine Kuscheldecke für unseren Drachen. Mal gucken. Na, gefällt's dir? Kuscheldrache. Kuscheldrache für meinen Kuscheldrache. Kuscheldecke für meinen Kuscheldrachen. So, na? Schmeckt's dir? Super leckere Muffins für meinen Kuscheldrachen. Magst du die Kuscheldecke? Hm? Na, du hast Hunger, ne? Deswegen antwortest du mir gar nicht. Oh, du willst angestupst werden? Upsa. Oh, wie es kichert. Mein kleiner, putziger Drache. Komm, wir machen ein Minispiel. Und Spukenfeuer ever after high. So, jetzt sind wir hier im Stadion. Und da kommen, wow, Geschenke. Und Ballons. So, je schneller wir das Ganze kaputt bekommen, desto schneller kriegen wir oder desto mehr Rubine kriegen wir. Und bei großen Objekten, wie zum Beispiel bei den Geschenken, müssen wir natürlich gedrückt halten. So, uiuiui. Der Feueratem trifft einfach alles. Eigentlich können wir sogar mal die Taste gedrückt halten, ist aber egal. Ui. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Machen wir perfekt. Glückwunsch! 48 Rubine. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen sparen. Und dann kann ich mir auch etwas teurere Objekte kaufen. Weil wenn ich die Rubine immer für die günstigen Objekte verschwende oder verplempere, dann habe ich ja nichts mehr. Wir springen wieder in die Geschichten ein. Und zwar eine Geschichte habe ich nämlich noch bekommen, die ich euch jetzt gleich vorlesen werde. Die ist ganz kurz und auch ein bisschen ulkig. Ist ein flacher Witz. Und zwar zum Thema Teetassen konntet ihr auch eine Geschichte schreiben. Und jetzt kommt die Geschichte. Und zwar von Endermaster HD. Er schreibt: Es war einmal ein Elf, der hatte eine Teetasse. Die ist runtergefallen und kaputt gegangen. Und wenn sie nicht geklebt wurde, dann ist sie noch immer kaputt. Endermaster, vielen lieben Dank für deinen Kommentar und deine Geschichte. Jetzt komme ich zu dem Kommentar, nämlich genauer gesagt zu euch. Wenn ihr auch eine Geschichte schreiben möchtet, ja? Wenn ihr in der nächsten Folge vorkommen möchtet, habe ich drei Themen für euch. Und über diese Themen könnt ihr eine Geschichte schreiben. Das erste Thema lautet Land der Riesen. Das zweite Thema lautet Spiegel. Und das dritte Thema lautet Dorf Buchend. Sucht euch gerne eine Geschichte aus. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch zwei Geschichten machen oder sogar alle. Und schreibt zu diesen Geschichten eine Geschichte in den Kommentaren, damit ich diese Geschichte dann im Video einblenden kann und sie vorlesen werde. Wenn sie etwas lang macht, so wie Peace Power Girl, werde ich natürlich nicht komplett alles vorlesen, sondern ein bisschen springen. Wenn ihr sie zu kurz macht,
wäre es auch schade, versucht mal so ein Mittelmaß zu finden. Das würde mich sehr freuen. Aber, das war jetzt nicht negativ gemeint, die Geschichte von Peace Power Girl war wirklich unglaublich cool und die Geschichte von Endermaster war zwar kurz, aber trotzdem lustig. Okay, also wir fliegen jetzt noch eine halbe Minute und haben dann auch diese Geschichte geschafft. Wir werden nachher nochmal eine Geschichte machen, denke ich, so eine kurze, wobei überlegen wir uns, weil wir kriegen für diese Geschichten extrem viele Rubine und teilweise auch viele Punkte, damit wir ein neues Level erreichen. Das dauert zwar immer ein bisschen, ich weiß, aber es lohnt sich. Deswegen, damit wir schnell im Spiel vorankommen oder zumindest viele Rubine bekommen, machen wir einen kleinen Rundflug mit meinem süßen Drachen. Wie könnte die Stadt heißen? Ja gut, Dorf Buchend, oder? Aber habt ihr einen anderen Stadtnamen? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr kreativ sein möchtet und überlegen möchtet, wie die Stadt heißen könnte, über die der Drache fliegt. Glückwunsch! Ganz viele Rubine, ich meine Perlen. Ach, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, oder? Fliegen wir zurück. Ever After High. Ui, oh mein Gott, das sind extrem viele. Wir erreichen gleich, glaube ich, noch ein neues Level. Ja, das tun wir. Level 5. Wähle einen Gegenstand aus. Blauer Schimmer oder ein Diadem oder was könnte das sein? Aber ich finde den blauen Schimmer ziemlich cool. Yay. Da freut es sich. Oh mein Gott. Das möchte ich gleich mal ausprobieren. Ah ne, wir haben das Diadem gewählt. Nee, Schimmer. Oh, das gefällt mir gut, wenn von oben was runterschimmert. Besser als dieses komische Blitzzeug, was wir davor hatten. Ja, das gefällt mir gut. Oh, immer mit dem Schimmer da oben. Hey, süß. Willkommen zu einer neuen Folge von Ever After High, Babydrache. Hui. Unser süßer Drache. Oh Gott. Dieser Schnappschuss ging ein bisschen daneben. Schön sieht das Bild jetzt nicht aus. Mitten im Flug, die Hälfte des Kopfes war da abgeschnitten. Naja, hallo. Oh, schaut mal, es hat sich kurz geputzt im Gesicht. Schauen wir mal, was es so für Accessoires gibt. Denn ich habe für diese heutige Folge wieder ein bisschen Geld gespart. Schwarze Turbotreter, schwarze Schuhe. Sehr cool, oder? Mal was anderes. So kleine Pantoffelchen. Für schlafen gehen. Machen wir noch ein Make-up drauf. Oder sollen wir uns ein neues Make-up kaufen? Sieht irgendwie komisch aus. Oh nein, so süßer Drache sieht komisch aus. Sieht aus, als hätte er so ein Pflaster im Gesicht. So ein pinkes Pflasterchen auf der Schnauze. Seht ihr das? Stupsi, Stupsi, Stupsi. Und schwubbidi-boop. Oh, wie süß. Trotzdem ist es goldig. Schaut mal, wie es guckt. Hä? Hm? Oh, fliegen? Ja, toll. Oh, Mann. Oh, es ist ein schönes Spiel, muss ich schon sagen. Mir macht es sehr viel Spaß. Und jetzt im neuen Gewand mit unserem neuen... Naja, wie soll ich sagen? Mit unserer Spezialschminke fliegen wir jetzt durch die Lüfte. Habt ihr schon mal an Fasching euch auch irgendwas ins Gesicht schminken lassen? Zum Beispiel so ein Pferdekopf oder ein Katzenkopf. Okay, Pferde wahrscheinlich nicht, aber Katzenkopf oder ein Hundekopf, ein Mäusegesicht. Habt ihr euch da schon mal schminken lassen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Vor allem, was ihr euch schminken lassen habt. Lasst mich raten, wahrscheinlich war es ein Kätzchen. Oder Schmetterlinge, auch sehr beliebt. Yay, da freut sie sich. Hallo. So, Schnuckelchen, was magst du als nächstes machen? Hä? Erstmal streicheln. Mit deinem schönen Pflasterchen auf der Nase. Oh, putziges Ding. Hier, nimm erstmal einen Muffin. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Zeigt mir, dass euch das neue Spiel, die neue Serie Babydrache Folge 3 auch sehr gefällt. Und ihr noch mehr Ever After High Videos sehen wollt. Schaut mal, so eine Muffin-Korb-Box ist doch was richtig Tolles. Die Pinata hätte ich gerne, aber die ist echt teuer. Genug Geld haben wir leider wohl nicht mehr. Kostet alles 200. Und hier 150 vielleicht für einen runden Teppich. Auch das ist leider noch nicht möglich. Naja, gut. Aber dieser Muffinkorb ist doch schon mal ganz nett. Oder? Ja, mein kleiner süßer Drache. Ich muss dazu sagen, ihr wisst ja, seit der letzten Folge gibt es eure Geschichten im Spiel. Und ich habe insgesamt in der letzten Folge 6 spannende Geschichten bekommen. Ich werde leider nicht alle vorlesen können. Aber ich werde mir trotzdem alle Geschichten hier einblenden lassen. Also ich blende sie besser gesagt ein.
und lese sie auch teilweise ein bisschen vor. Stoppt das Video einfach und lest euch die Geschichten durch, weil die sind echt gut von euch geschrieben und ich war echt begeistert. Manche sind lustig, manche sind spannend und mysteriös. Ich fand alle super. Danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Also, Land der Riesen. Eure Geschichten blende ich jetzt ein. Land der Riesen. Es war mal ein Land voller Riesen, die hätten vor, der Drachenland anzugreifen. Die gehen. Es waren 50 Riesen gegen ein Land voller Drachen. Aber manche Drachen sind da jagen gegangen und die Riesen greiften alle Drachen. Waren für die Riesen ein Abendessen. Die wollten es gerade essen, aber im letzten Moment kamen die anderen Drachen von der Jagd. Die Drachen haben es nicht geschafft, aber auf einmal kommt eine kleine süße Drache und schleicht sich und befreit alle Drachen. Die Drachen haben es fast geschafft, aber sie nehmen den Anführer als gefangen und so weiter und so fort. Oh Gott, jetzt ist es schon vorbei. Genau, und es gibt hier die Punkte. Liebe Peace Power Girl, auch du hast mir was eingereicht. Vielen lieben Dank euch beiden. Auch der Drachenreiter und die Drachenreiterin. Super schöne Geschichte und ich finde es toll, dass du einfach drauf losgeschrieben hast, weil du hast in einem Kommentar gesagt, ja, du bist nicht so gut in Geschichten schreiben, aber genauso übt man doch. Das finde ich toll. Also wir haben eine echt tolle Community hier und ich bin super begeistert. Einfach, dass man sich gegenseitig auch in den Kommentaren unterstützt, dass ihr zu den anderen sagt, hey, schöne Geschichte, habt ihr super gemacht. Und wow, ich bin echt froh, dass wir so eine coole Gemeinschaft hier in den Videos bilden. Also nicht nur in diesem Video, auch in Sims und in anderen Videos. Also an dieser Stelle ganz, ganz großes Dankeschön und wie gesagt, tut mir leid, macht einfach eine Pause im Video, um euch die Geschichten komplett durchzulesen. Auch Peace Power Girl, danke für die Fortsetzung deiner Geschichte. Ich wollte anderen auch den Vortritt lassen, deswegen habe ich in dieser Folge jetzt deine nicht ganz vorgelesen, beziehungsweise nicht, aber trotzdem mal eingeblendet. Unbedingt reinschauen, auch die letzte Folge. Und jetzt zurück zu meinem Drachen. Hier, ein bisschen Muffins essen. Okay, Entschuldigung. Ich weiß, ich bin immer ganz euphorisch und total perplex, wenn es um meinen süßen Drachen geht. Aber schau mal, willst du noch was anderes anziehen? Komm, wir nehmen dir mal den Halsreif weg. Und dafür gibt es 2 Punkte. Wir sind schon auf Level 7. Das geht ruckzuck. Und ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge schon die letzte Folge von Ever After High hochladen. Außer ihr schreibt mir heute in die Kommentare, dass ihr sagt, nee, mach bitte noch mit anderen Drachen solche Folgen. Wenn das der Fall ist, mache ich das gerne für euch. Ansonsten wäre das wahrscheinlich die letzte Folge. Also die nächste ist die letzte. Und ihr dürft, das möchte ich auch an dieser Stelle schon mal sagen, schreibt für die nächste Folge auch wieder Geschichten rein. Diesmal möchte ich euch kein Thema geben. Ich verrate euch nicht, was in der nächsten Folge kommt. Sondern seid einfach mal kreativ und erfindet einfach eine Geschichte. Ihr dürft euch das Thema raussuchen. Schreibt doch mal was, oder ich gebe ein Thema vor. Schreibt doch mal was allgemein über Drachen. Schreibt eine Drachengeschichte. Das würde mich interessieren. Und die Katze muss vorkommen. Katze und Drachen. Das ist doch mal eine schöne Aufgabe, oder? Wie könnte Katze mit einbinden in eine Drachengeschichte? Okay, okay, aber jetzt freuen wir uns erstmal über das süße kleine Drachenbaby. Entschuldigung, ich weiß, ich flippe immer aus, aber das ist so süß. Ich find's, ich muss sagen, ich mag's ohne Schminke besser, aber es ist trotzdem putzig. Und die Rolle, ui! Oh, putziges Ding, komm her, komm her. Magst du Muffin essen oder rumspringen? Beides, okay. Oh, du möchtest dein Zimmer umdekorieren? Dann lass uns mal gucken, was wir Schönes haben. Tja, wir können zwar immer wieder rein, aber wir haben ja nicht genug Diamanten, um uns was Neues zu gönnen. Oh, schade. Wir können höchstens etwas entfernen. Und wegnehmen, damit sich irgendwas hier in deinem Zimmer verändert. Denn erst wenn sich was verändert, kriegen wir nämlich diese Perlen. So, ganz genau. Und die sammeln wir ja. Ich habe mir sagen lassen von Peace Power Girl und von ein paar anderen von euch, dass Level 10 das letzte Level sein wird. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass die nächste Folge auch die letzte sein wird. Okay, aber jetzt ist es wieder Zeit für ein paar Geschichten, die ich von euch vorlesen werde. Jetzt mal 2 kurze, die lustig sind. Mal gucken, ob ich beide hinbekomme. Königreich der Spiegel. Aufgepasst, ich fand sie super. Es gab einmal einen Spiegel, der war alleine. Alleine? Nein, er kannte eine Freundin, die aber den Spiegel auf einmal zerstörte. Als der Spiegel zerstört war, kam ein Prinz daraus und sie heirateten. Happy End. Super cool. Es war eine Malerin Riese, der lebte in seinem Königreich. Er wollte die Welt erkunden, doch sein Vater sprach zu ihm und sagte, geh nicht, sonst verletzt du dich. Aber er hörte nicht auf ihn. Wenn er noch nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Ende. Danke, liebe Sarah Ibrahim und danke, Maria Martinez. Super tolle, kurze Geschichten. Irgendwie lustig, irgendwie verrückt, keine Ahnung. Oh, ihr seid der Hammer. Vielen lieben Dank dafür.
Und wie gesagt, er findet gerne eine Geschichte zum Thema Drachen und zum Thema, ja, zu meiner Katze. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Hui, also heute geht es die ganze Zeit um Geschichten. Ich kann mich gar nicht um meinen Drachen kümmern. Hey, putziges Ding. Entschuldigung, ich weiß. Ich muss mich beruhigen. Ui, er macht wieder die Rolle. Oder sie macht die Rolle. Ihr habt gesagt, Mensch, Katze, dein Drache ist weiblich. Es ist kein Junge. Okay, Entschuldigung. Sie macht eine Rolle. Ui. Komm her. Tapfel, es macht so süße Tipfelsprünge und Tipfel-Tapfel Schritte. Oh ja, gut. Ever after high. Nächster Punkt. Was haben wir denn so Schönes in unserer Liste? Wir haben gerade auf dem Kopf keine Krone mehr, wie ihr sehen könnt, sondern ein sogenanntes Diadem. Das ist so eine, naja, Prinzessinnenkrone, sagen wir mal. Aber, wie gesagt, der richtige Begriff lautet dafür Diadem. So, ever after high. Was haben wir denn noch so Schönes? Wir fliegen wieder durch die Gegend und schauen mal, ob wir genug Diamanten sammeln können, beziehungsweise Edelsteine. Denn die brauchen wir, muss ich euch nicht sagen, das wisst ihr ja auch, um uns neue Gegenstände zu kaufen. Mit unserem super süßen, super geschminkten Drachen holen wir uns noch ein paar coole Sachen. So. Jetzt Konzentration, Schwung, Schwung, die Bumm und wow, das war eine knappe Geschichte. Und sehr schön, hoch mit uns und runter, oh, ein bisschen was verpasst. Also so gut sind wir nicht geflogen. Ich bin mir sicher, ihr könnt das besser. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie sich auch das Spiel heruntergeladen haben. Und ihr seid schon durch, ihr seid viel weiter als ich. Ich komme nicht so schnell hinterher. Vor allem, weil ich so viele Projekte gleichzeitig spiele. Monster High, Ever After High, Sims, Skylanders. Oh Gott. So, erstmal Muffin essen. Lecker, schmecker. Ich will noch einen Muffin. Kannst du haben. Kleinen Moment. Hier, bitteschön. Ja, nicht so gierig. Guck mal, ein Hubs und ein ganzer Muffin ist weg. Oh, du möchtest wieder spielen? Genau, du möchtest nochmal fliegen. Ja, anscheinend bist du eine Flugkünstlerin. Mein liebes Drachenbaby. So, dann zeig mal, diesmal möchte ich aber alle Edelsteine sammeln. Kriegen wir das hin? Komm schon. Uiui. Ach, du heilige Salatschüssel. Ich dachte gerade, dass ich abstürze. Keine Ahnung warum. So, ui. Heilige Salatschüssel. Das ist ja auch mal ein lustiger Ausdruck. Ach, du heilige Salatschüssel. Oder Schlüssel, hätte ich schon fast gesagt. Heilige Salatschlüssel. Heilige Salatschüssel nochmal. Glückwunsch. 56 Edelsteine. Das ist doch mal eine gute Ausbeute. Und die sammeln wir direkt ein. Schwuppdiwuppdiwupps. Und wir haben gleich Level 8 erreicht. Kommt, das schaffen wir noch in dieser Folge, oder? Oh, dieses putziges Ding nochmal die Rolle. Oh, dein Make-up ist so süß. So eine schöne Schminke. Komm, wir fliegen los. Es geht nochmal in das Land der Geschichten, denn zwei Geschichten habe ich noch und eine werde ich wieder ein bisschen vorlesen. An dieser Stelle danke an Sergei und an Funnycoop. Hilfe, Melody Piper, folgendes. Ich erinnere mich noch an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Ich war wie jeden Tag in der Schule und freute mich riesig, dass nun endlich Sommerferien waren und machte vor Freude einen großen Spaziergang. Als ich in der Altstadt ankam, stolperte ich jedoch über etwas. Ich richtete mich schnell wieder auf und guckte genervt, worüber ich denn gestolpert war. Als ich es sah, konnte ich mein Glück kaum fassen. Es war ein wunderschönes, antikes Amulett. Ich steckte es zufrieden in die Hosentasche, dann machte ich mich langsam wieder auf dem Heimweg. Als sie ankam, aß ich etwas und fiel erschöpft in mein Bett. Denn der Spaziergang war lang und anstrengend, weshalb ich sofort einschlief. Und dann geht's spannend weiter. Unbedingt einen Stopp machen im Video und durchlesen. Und Sergej schreibt, der Riesenpapa. Es war einmal ein Mädchen, das hatte eine Mutter, die ein Baby bekam, aber der Vater war weg. Sie suchte und suchte, aber sie haben ihn nicht gefunden. Das Mädchen ist runtergefallen und die Mutter ist weitergegangen. Das Mädchen fand ihre Mutter und ihren Vater und der Vater rufte Ariana, Lena, Luna und so weiter und so fort. Auch unbedingt Sergejs Geschichte weiterlesen. Stoppt das Video und schaut es euch an. Danke an euch beiden, danke an alle, die mir was eingereicht haben. An Sarah, an Peace Power Girl, einfach an alle, an den Drachenreiter, an Maria. Oh, ihr seid super. Tausend Dank. Und es gibt wieder neue Schüchen in der Farbe lila. Wir nehmen das für den Schwanz. Das ist so eine Panzerung sozusagen.
Und mein lieber Drache möchte noch etwas essen. Sehr gerne. Kriegst du noch einen Muffin zum Abschluss der Folge. Lecker, lecker, schmecker. Nochmal ein Muffin. Magst du nochmal? Willkommen zu einer neuen Folge von Ever After High. Ein Level hoch. Wähle einen Gegenstand aus. Juhu. Ein Halsarmband. Ja, meine Lieben, eine neue Folge von unserem süßen Babydrachen in Ever After High. Und ihr habt in der letzten Folge teilweise sogar in die Kommentare geschrieben, Mensch Katze, jetzt übertreib mal nicht. Aber schaut mal, wie es schaut und wie es sich bewegt, wenn es dann umhampelt und so süße, putzige Sachen macht und so. Funkel die Bunkel die Dracheli. So nenne ich dich jetzt. Funkel die Bunkel die Drungeli Dschungeli Dracheli. Okay, beruhigen. Ich sollte mich beruhigen. Einfach mal kurz innehalten und schauen, was ich für tolle Sachen habe. Ja, ich habe mal wieder ein paar Sachen vorbereitet. Genauer gesagt ein paar Diamanten, damit wir uns ein bisschen was leisten können. Oh, schaut euch mal die goldene Krone an. Erst ab Level 10. Aber Level 10 sollten wir auch erreichen. Und Level 10 ist auch das letzte Level. Das heißt, heute in dieser Folge kann ich euch sogar das letzte Minispiel vorstellen, welches es in diesem Videospiel gibt. Also in dieser App, besser gesagt. Und vielleicht sollten wir uns noch so ein spezielles Glitzer-Dingsbums kaufen. Dazu aber später mehr. So, erstmal freuen wir uns und kriegen ein paar Diamanten oder Perlen. Juhu! Putziges kleines süßes Ding, da freust du dich, ne? Und jetzt die Rolle. Juhui! Oh, komm her. Juhui! Es quietscht auch immer so süß beim Laufen. Und stupsi. Hier erstmal ein Muffin für dich. Lecker vom Muffinbaum. Was findet ihr eigentlich am süßesten? Pinke Schüchen, schwarze Schüchen oder auch andere Farben für Schüchen? Was ist eure Lieblingsfarbe für Schuhe? Blaue Schuhe, rote Schuhe. Ich bin gespannt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich finde die pinken eigentlich ganz süß. Vor allem mit dem pink-silberfarbenen Diadem auf dem Kopf. Und nochmal die Rolle. Ui, okay, Entschuldigung. Bestimmt schreiben jetzt einige, oh Gott, Katze, jetzt hör langsam auf, ja. Aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ever After High. So, wir haben auch in dieser Folge einige Geschichten von euch. Und ich hoffe, sie gefallen euch. Wir rasen jetzt wieder erstmal durch die Lüfte und sammeln noch ein paar Diamanten ein. Denn je mehr, desto besser. Und wir brauchen noch einige, um uns wieder ein paar schöne Sachen im Spiel zu leisten. Was genau? Das entscheiden wir wieder spontan. Also ich sammle jetzt für nichts Bestimmtes. Wir schauen einfach mal, wie viele wir am Ende übrig haben. Und dann entscheiden wir uns spontan. So. Glückwunsch! 52 Diamanten gibt es obendrauf. Juhui. So, jetzt gibt es hier noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Und mein lieber Drache, was magst du als nächstes tun? Muffin essen vielleicht? Schmecker lecker. Oh, so ein putziges, süßes, unglaublich goldiges Ding, mein süßer Drache. Ach ja. Dann schauen wir mal, was wir für Geschichten haben. Beziehungsweise wir schauen erstmal, was wir hier uns so kaufen können. Muffinkorb haben wir ja. Übrigens kommt an dieser Stelle auch mal der Hinweis, falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Denn wenn ich viele Daumen hoch bekomme, sehe ich, dass ihr Ever After High toll findet und noch mehr Drachenvideos sehen wollt. Denn ich habe gesehen und ich habe euch in der letzten Folge gefragt, soll ich eigentlich aufhören, wenn ich Level 10 erreicht habe, oder soll ich mir einen Drachen kaufen? Und mit den Drachen dann wieder ein paar Folgen aufnehmen. Und ihr habt gesagt, bitte mach weiter, deswegen werde ich mir für 8000 Diamanten den Drachen DJ kaufen für die nächste Folge. Das kann ich euch schon mal verraten. Und ob ich mir die anderen mit echtem Geld kaufe, das würde ich tun, wenn ihr wirklich die Folgen auch gespannt weiterschauen möchtet. Ansonsten werde ich dann nach dem Projekt mit DJ das Let's Play beenden. Aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal fliegen wir nochmal, weil unser Drache gerne nochmal fliegen möchte. Und wir können unserem süßen, pulsigen Drachen noch keinen Wunsch abschlagen, oder? Schaut mal, wie es durch die Lüfte gleitet. Wie eine, naja, eine glamouröse Dame. Sagen wir mal so. Vor allem mag ich ja die Flügel des Drachen, weil die sehen echt ästhetisch aus. Ästhetisch, schwer zu beschreiben das Wort, falls ihr das Wort nicht kennt. Ästhetisch. Wie kann man das am besten umschreiben? Sowas wie schön. Es sieht besonders aus. Fürs Auge
sieht's gut aus. Also man weiß vielleicht nicht immer warum, aber es fühlt sich gut an, es sieht gut aus, ohne es genau beschreiben zu können. Das ist Ästhetik, würde ich jetzt mal versuchen so zu umschreiben. Aber gut, das war ein kleiner Trip in Sachen Fremdwörter. Oh, kleiner putziges Ding, du kleiner putziger Drache. Und jetzt macht die Rolle für uns. Wuhi! Oh, schau mal mit deinen Pilzen im Hintergrund und mit deinem Spiegel. Langsam füllt sich dein kleiner Garten und dein kleines Ressort, wie man das auch Ganze bezeichnen möchte. Und jetzt haben wir eine Geschichte von euch. Ja, ganz genau. Wir haben drei Geschichten. Ein gläserner Schuh. Ich habe sie aber diesmal allgemein gehalten von euch, wie in der letzten Folge gesagt. Drachenreiter schreibt, nachdem die Drachen fertig mit dem Kampf der Riesen sind, wollte der Vater von der süßen Drachen, wollte, dass die kleine Drache fliegen lernt. Die beginnen aber, die kleinen Drachen könnten ihre Flügel kaum bewegen. Aber ihr Freund, die Katze, hebte ihre Flügel nach oben und konnte so, bis sie gelernt hat, ihre Flügel zu bewegen. Aber sie hatte nicht genug Kraft, sich selbst zu tragen. Darum versuchte die Katze, die Drache, irgendwie zu helfen. Da kam ihr eine Idee. Welche Idee genau? Das erfahrt ihr in der Geschichte. Lest ihr euch gerne komplett durch. Lieben, lieben Dank, Drachenreiter. Eine schöne Geschichte. Und ich finde es toll, dass man sich einfach mal die Zeit nimmt und die Mühe macht, Kommentare zu schreiben und eigene Geschichten erfindet. Ganz, ganz großes Kino. Daumen hoch für Drachenreiter. Wenn ihr einen Kommentar von Drachenreiter unter dem Video seht, dann kommentiert ihm doch, dass er eine schöne Geschichte geschrieben hat. Ich glaube, das würde ihn, aber auch mich sehr freuen. Wir haben echt eine tolle Katzen-Community und alle, die zuschauen und miteinander schreiben in den Kommentaren, sind einfach super. Ich lese da so gerne mit. Ihr seid echt fantastisch. Aber genug geschwärmt von euch. Wir wollen ja weiterspielen und noch ein paar Sachen entdecken, bevor wir das nächste Level erreichen und ich euch dann das letzte Minispiel vorstellen kann. Bin mal gespannt, wie das werden wird und was wir da so machen können. Der Muffinkorb kommt erstmal raus, weil irgendwie möchte, dass der Drache was Neues hat. Ja, Level 10 ist nicht mehr weit. Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine Geschichte. Vor allem habe ich noch zwei Kommentare von euch. Eine sehr kurze Geschichte und eine längere Geschichte. Die möchte ich auch beide, soweit es geht, vorlesen. Und ich hoffe, dass ich hierfür auch eine lange Geschichte habe, die vielleicht so, keine Ahnung, eine oder zwei Minuten geht, sodass ich viel Zeit zum Vorlesen habe. Aber gut, schauen wir mal nach und spielen noch ein Spielchen. So, und zwar das Funkensprühen, das hatten wir schon lange nicht mehr. Eine Piñata, ein Ballon. Na, kommt noch was? Ja, ein roter Ballon, noch eine Piñata. Lila Ballon, Piñata, blauer Ballon, gelber Ballon, lilafarbener Ballon, Piñata. Es gibt so viele Piñatas. Kennt ihr die Piñatas? Das sind diese ulkigen, ich möchte nicht Stofftiere sagen, eher Papiertiere, die man blind, also mit verbundenen Augen, mit einem Stock kaputt schlagen muss. Also die Piñata hängt an einem Baum. Und darin verstecken sich Süßigkeiten. Das ist ein Brauch in... Oh Gott, in welchem Land macht man das? In Spanien oder Portugal? Ist das richtig? Wenn ihr das besser wisst als ich, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann lernen wir voneinander. Okay, gut. Also ich würde sagen, bevor wir jetzt ewig 1000 Minispiele spielen und gucken, dass wir auf Level 10 kommen, würde ich sagen, wir schauen uns nochmal eine Geschichte an. Und ich sehe, dass wir, wie vorhin schon gesagt, ja zwei Geschichten noch offen haben, die ich jetzt vorlesen werde und später im Schnittprogramm werde ich sie auch noch einblenden, wie gewohnt. Aber gut, ich habe mir das Ganze ausgedruckt und werde das jetzt versuchen, komplett vorzulesen. Und die Geschichten sind echt toll. Also, wir fangen gleich auch mit der kurzen Geschichte an, wird die schnell vorgelesen und dann mal sehen. Zauberbücher! Dann wollen wir mal mit euren Geschichten starten. Lisa Mo schreibt, es war einmal eine kleine Prinzessin und wollte Abenteuer. Und zum Geburtstag bekam sie einen Drache. Jederzeit war sie so froh und glücklich mit einem Abenteuer. Ende! Putzige, süße Geschichte. Und PeacePowerGirl05 schreibt, es war einmal eine kleine Katze namens Katze. Es war noch sehr früh am Morgen und Katze wachte gerade erst auf. Sie hatte heute Geburtstag. Eines ihrer Geschenke war ein Handy. Katze freute sich riesig darüber. Sie ging direkt auf YouTube und wollte gucken, was es da so für Videos gab. Dort traf sie auf den Katze-Kinderkanal und ein Video mit dem Namen Ever After High Baby Drachen. Katzes Lieblingssendung. Also wollte Katze direkt alle drei Folgen anschauen. Sie handelten von kleinen Babydrachen, mit denen man spielen konnte, essen geben konnte oder umkleiden und das Zimmer dekorieren. Katze lud sich die App auch runter. Und als Katze sie durchgespielt hat, deinstallierte sie wieder die App, um sie neu zu installieren, damit sie es weiterspielen konnte.
irgendwann wurde eingekleidet. Aber am liebsten mochte Katze die wunderschönen... Nee, irgendwann war es Abend und Katze war müde. Jetzt bin ich verrutscht in der Zeile. Und sie ging schlafen. Sie träumte davon, was sie der Trainer von einem Babydrachen war. Wie sie den Drachen fütterte und neu einkleidete. Aber am liebsten mochte Katze die wundervollen Geschichten der Zuschauer. Sie wollte nie mehr aus ihrem Traum erwachen. Sie träumte ab jetzt jede Nacht diesen Traum und es wurde nie langweilig. Einmal fand Katze ein Amulett oder sie war auf der Suche nach ihrem Vater oder sie rettete gerade die Drachen vor den Riesen. Es waren viele verrückte Geschichten der Zuschauer von dem Katze-Kinderkanal. Auf ihrem Drachenflug jede Nacht. Und wenn sie aufwachte, spielte sie genau das, was sie erlebt hatte in der App. Peace, Power Girl. Das ist eine unglaublich tolle Geschichte. Wirklich. Ich musste mittendrin schmunzeln, falls du es auch mitbekommen hast, oder ihr alle, als du geschrieben hast, dass du die Videos vom Katze-Kinder-Kanal sehen wolltest, von Ever After High Baby-Drachen. Mega cool. Tausend Dank, Peace, Power Girl. Echt toll, dass du dir Zeit genommen hast. Und an dieser Stelle, wie gesagt, ich werde die Serie fortsetzen mit dem Drachen DJ. Falls ihr also wieder Geschichten habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, was es für Geschichten gibt, ob es andere gibt, wenn ich mir den Drachen hole, deswegen kann ich euch keine Vorgabe machen. Schreibt also wieder, wenn ihr wollt, ganz offen über irgendein Thema, was euch interessiert. Erfindet irgendeine Geschichte. Dein Drache hat ein maximales Level erreicht. Du kannst damit weiterspielen oder dich um einen neuen kümmern. Genau, für das Ende dieser Folge oder für den Abschluss dieser Serie mit diesem Drachen werde ich noch natürlich ein paar Dinge machen, wie zum Beispiel die Krone aufsetzen. Oh süß, es ist eine kleine Krone. Ich dachte, es wäre so eine große. Oh, die kleine gefällt mir viel besser. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch so einen Reif. Gefällt mir auch gut. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, goldene Panzerungen für den Drachenschwanz. Und Schüchen haben wir auch. Tattoos, ja, ist nicht so meins, muss ich sagen. Ich glaube, euers auch nicht. Und dann haben wir noch, oh nein, wir haben nicht genug Diamanten für den Glitzer, Strahl oder was das auch ist. Aber kein Problem, denn wie ich zeige euch jetzt noch das letzte Minispiel. Und vielleicht haben wir am Ende des Minispiels genug Diamanten, um uns das zu holen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, ja, weil ich es toll finde, weil ich es wirklich, wirklich toll finde, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich finde es so schön. Wisst ihr, manche YouTuber machen Videos, laden es hoch und gut ist. Aber bei mir, also was ich schön finde, ist, dass wir gemeinsam was machen. Wie in Sims oder wie in Drachen, in der Drachen-App. Tippe links oder rechts, damit sich der Drache in die Richtung bewegt. Oh, okay, das sieht cool aus. Sammle auf deinem Weg so viele Edelsteine wie möglich. Okay, kein Problem. Ah, okay, so funktioniert das. Ah, das ist ja cool. Das ist auch viel einfacher als die anderen Minispiele. Und es macht Spaß, finde ich. Man kann ziemlich schnell was sammeln. Oh, okay. So richtig gut bin ich noch nicht. Das muss ich noch etwas üben. Aber ich möchte kurz noch sagen, wie gesagt, ich finde es schön, dass wir einfach gemeinsam was machen können. Oder auch in meiner Malbuch für Kinder-Serie, wo wir gemeinsam Bilder malen. Ich finde es einfach schön. Also jeder soll einfach die Möglichkeit haben, was zu malen, was irgendwie mitzumachen, einen Text zu schreiben, wie auch immer. Und ich finde, das ist auch gerade für die jüngeren Zuschauer ganz interessant und wichtig, weil sie dann einfach lernen, auch zu schreiben und ja, kindgerechte Videos zu sehen. Wisst ihr, irgendwie die Mischung funktioniert ganz cool und es macht Spaß. Und manche schreiben, hey, ich wünschte, du würdest 100.000 Abonnenten erreichen. Voll nett von euch, aber wisst ihr, eigentlich finde ich es auch ganz schön und gemütlich, wenn wir so eine kleine Truppe sind. Weil es geht mir ja nicht um die Abonnenten, es geht mir darum, dass wir einfach gemeinsam Spaß haben. Die Abonnenten sind mir nicht so wichtig, sonst hätte ich vielleicht schon lange ein Special gemacht. Ich möchte einfach mit euch eine coole Zeit haben, Videos drehen, am besten euch immer, wenn ich die Chance habe, die Möglichkeit habe, euch mit einbinden und ja, euch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich glaube, das ist so das Wichtigste für mich. Okay, es wurde das Video ziemlich allgemein, weil ich über das gesprochen habe, was mich so motiviert, warum ich diesen Kanal hier habe und gerne Videos hochlade. Ich will nur, dass ihr das wisst. Aber gut, kommen wir zurück zu Ever After High. Ich möchte noch einmal Danke sagen, auch Danke an meinen Drachen, dass er so süß ist. Also, Moment, jetzt habe ich irgendwie nicht so drauf geachtet. Haben wir jetzt schon diesen Schimmer? Nee, haben wir noch nicht. Weil diesen Schimmer möchte ich mir jetzt kaufen. Wir haben ja jetzt auch immer einen Bonus bekommen, dadurch, dass wir Level 10 erreicht haben. Das heißt, wir kriegen für jedes Minispiel gleich 10, das Doppelte. Wow, hey, das sieht klasse aus. Das gefällt mir. Der blaue Schimmer war auch ganz nett, der von oben herabkam, aber
Die Farbe lila, pink-lila, gefällt mir ziemlich gut, weil es zu den Schüchen passt. Ui, oh, die Rolle. Ah, mein Drache, ich werde dich vermissen. Es war eine schöne Zeit mit dir. Vergiss mich bitte nicht, ja? Wir vergessen dich auch nicht. Oh Mann. Ich schaue mir gleich mein eigenes Video an. Ab Folge 1. Oh Mann. Meine Lieben, ich sag danke. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Dieter. Versprochen. Vielen lieben Dank, rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge von Ever After High Baby Drachen und rechts unten gibt's einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr gelangt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt, damit sich auch der Babydrache freut. Also, bis zum nächsten Mal.